Hallo, ich bin gerade bei IPA angekommen. Wir haben es heute Donnerstag. Das erste Kindertraining startet donnerstags immer um 16 Uhr. Und es ist mir wichtig, immer ein bisschen früher zu kommen, da ich gerade jetzt, ich habe meinen Putzplan ein bisschen abgeändert. Dadurch, dass ich seit einigen Wochen beschlossen habe, kein 7-Uhr-Training mehr in meinem Leben machen zu wollen und zu müssen, bin ich deutlich geneigter dazu, länger am Abend in der Akademie zu bleiben, einfach weil ich nicht ins Bett muss. Ich habe zwar nicht vor, mich jetzt zu einem Nachtmenschen zu entwickeln und zu einem Spätaufsteher, weil mir das persönlich einfach nicht so gut in den Kram passen würde. Aber ja, ich bin deutlich länger dazu bereit zu bleiben und einfach noch präsent zu sein. Und anders als in der Vergangenheit wische ich jetzt abends nach dem Training die Matte. Und stelle aber deswegen nicht mehr abends den Staubsaugerroboter an, was ich sonst immer beim Verlassen der Akademie getan habe. Denn der macht seine Arbeit alleine und dann komme ich am nächsten Tag in die Akademie und muss sie dann wischen. Und jetzt ist es genau andersrum. Ich wische am Abend und stelle den Staubsaugerroboter am darauffolgenden Tag vorm Training an. Und der braucht halt seine Zeit. Es wird wahrscheinlich schneller gehen, wenn ich es mit dem Handsauger selbst machen würde, aber weiß nicht, Staubsaugen ist irgendwie so nervig. Und der Roboter macht eigentlich recht gute Arbeit. Der ist wirklich gewissenhaft und sehr, sehr professionell einfach in der Ausführung. Nur das Problem ist, der muss halt relativ oft aufgeladen werden. Ich lade ihn halt einfach jeden Tag auf, nach jeder Benutzung. Nur jetzt zum Beispiel gestern habe ich ihn anscheinend nicht richtig auf die Station zurückgestellt, sodass dieser nicht nur nicht aufgeladen wurde, sondern anscheinend über Nacht leer gegangen ist, was irgendwie keinen Sinn macht, aber egal. Er funktioniert nicht. Ich muss ihn jetzt gerade auf die Ladestation stellen und hoffe, dass er innerhalb der nächsten 20 Minuten auflädt, sodass ich ihn noch schnell vom Kindertraining einmal durchsaugen lassen kann. Denn wir haben aktuell ab und zu einen Gast auf der Matte. Also der ist nicht auf der Matte, aber der verbringt das Training über im Keller. Togo heißt er. Ein unheimlich süßer Hund. Also sehr, sehr groß, sehr schwer, 50 Kilo und sehr ängstlich. Für seine Größe ist das ein bisschen witzig. Und der haart ganz doll, ganz, ganz doll. Und die Matte, nach dem Training streicheln die Leute ihn halt gerne, unter anderem gestern. Und diese Haare, die müssen weg. Und jetzt hat die Technik mich im Stich gelassen. Naja, kurze kleine Anekdote aus dem Leben eines Jiu-Jitsu Academy. Betreibers. Meine Freundin und ich waren gestern im Museum, im Maritim Museum. Da wollte ich unbedingt mal als Erwachsener wieder hin, weil ich da mal als Kind und Jugendlicher jeweils einmal war und das beide Male nicht so geil fand, einfach aus dem Grunde, dass man mich dazu gezwungen hat. Und ich als sehr eigenständiger, freiheitsliebender, autonomischer Mensch bin generell gegen alles, wozu man mich zu zwingen versucht und bin verhältnismäßig offen für Dinge, wo man mich lieb drum bittet. Deswegen musste ich das Museum damals scheiße finden, einfach nur, weil ich keine Wahl hatte. Oder weil man mich nicht lieb gefragt hat. Naja, egal. Auf jeden Fall dachte ich so letztens, irgendwie möchte ich da gerne mal hin. Aber sie war jetzt ja wirklich wochenlang sehr stark erkrankt. Mittlerweile jetzt auch nach dem etlichsten Bluttest eine Diagnose bekommen. CMV ist ein Virus. Und ja, wenn man das zum ersten Mal bekommt, das kriegt wohl irgendwie jeder Mensch, so wie Herpes mal, und dann hat man es für immer, kann das wohl ziemlich, ziemlich krass sein. Und ja, das war bei ihr auf jeden Fall der Fall. Und wir konnten wochenlang nichts unternehmen, was zeitweise ein bisschen langweilig war. Auf der anderen Seite auch ganz interessant, weil so eine junge Beziehung halt gleich am Anfang schon echt zu einer starken Erkrankung konfrontiert wurde und dann so ein bisschen auf die Probe gestellt wurde. Ich fand das eigentlich ganz gut, auch wenn es natürlich ziemlich doll war, also besonders für sie. Ich muss das auch gehabt haben, weil ich fühlte mich auch extrem komisch, aber ich war nicht ansatzweise so erkrankt wie sie. Naja, auf jeden Fall waren wir gestern das erste Mal, glaube ich, so wirklich seit ihrer Erkrankung was machen. Und das Museum, muss ich sagen, war immer noch irgendwie nicht so geil, einfach weil es nicht so spannend war. Aber ich habe schon das nächste Museum rausgesucht, das ich gerne mit ihr besuchen würde. Mal schauen, vielleicht wird das ein bisschen spannender. Auf jeden Fall haben wir, ja,
Was haben wir jetzt? Dienstag oder Donnerstag? Genau, 2 Nächte miteinander verbracht und 3 Tage sozusagen. Und jetzt bin ich erstmal wieder bis Sonntag alleine, was mir auch sehr gut in den Kram passt. Denn für mich ist es ja, wie gesagt, als sehr freiheitsbedürftiger Mensch in Beziehungen immer eine große Problematik gewesen, was nicht zuletzt aber auch an vielen Problemen gelegen hat, die ich mittlerweile ziemlich gut in den Griff bekommen habe durch viel Therapie oder sogar hinter mir gelassen habe. Aber dennoch merke ich immer wieder, gerade so letzte Woche zum Beispiel war sie, glaube ich, 4 Tage oder sogar 4 Nächte und 5 Tage bei mir. Da merke ich dann doch in solchen längeren Zeiten, dass dann die Zeit für mich doch ein bisschen zu kurz kommt. Und in der letzten Woche hat mich das vor einige ja, vor einige Probleme gestellt, die ich dann daraufhin ihr gegenüber geäußert habe und ein paar Veränderungsvorschläge gemacht habe, die wir jetzt in dieser Woche getestet haben. Und ich würde das gerne kurz berichten, weil das war eigentlich doch ziemlich interessant. Es war eigentlich gar nichts Schlimmes, aber meine neue Aufstehzeit ist so in etwa 8 Uhr. Ja, jahrelang meines Lebens um 5:15 Uhr mit dem Wecker aufgewacht und jetzt schlafe ich einfach deutlich länger. Also vor allem auch. Ich gehe immer noch verhältnismäßig früh ins Bett, also mittlerweile 11 statt 10, aber ich schlafe einfach mal 3 Stunden länger. Das heißt, in der Summe schlafe ich 2 Stunden länger. Und sie wachte halt an diesen 4 Tagen, die sie halt bei mir war, immer mit mir auf. Und hat sich dann zu mir gesellt. Und bei mir ist es halt so, ich muss morgens einen Tee trinken. Ja, einen schwarzen Tee mit einem Schuss Kaffeesahne, ein Stück Zucker. Ostfriesentee-Mischung. Ganz wichtig, das brauche ich. Und weil das mittlerweile meine einzige Zeit ist, wo ich noch wirklich lesen kann, ich habe es immer wieder bei IPA versucht, aber da ist so unruhig, lese ich halt morgens. Ne? Wenn ich aufgestanden bin, diesen Tee, für den ich circa 10 Minuten brauche, da lese ich. Und auch wenn das jetzt nicht allzu viel ist, es summiert sich. Und ich bin ja ein Fan, gerade so bei Sachen, die nicht super wichtig sind, bin ich davon ein Fan, wenig, aber dafür kontinuierlich zu machen. Und bei Sachen, die super wichtig sind, bin ich ein Fan davon, viel zu machen, aber auch kontinuierlich. Und beim Lesen mache ich es halt meine 10 Minuten am Morgen. Und die sind mir halt durch ihr sich zu mir setzen abhanden gekommen, weil ich dann halt auch geneigt war, mit ihr zu sprechen und mit ihr zusammen Tee zu trinken, weil das auch Spaß macht. Das ist ja nicht so, als würde ich nicht mit ihr Zeit verbringen wollen. Es ist nur so, ich merkte dann, das Lesen fehlt mir. Morgens in Ruhe, das ist auch ganz wichtig. Ich habe morgens eigentlich gar keinen Bock auf Menschen. So, eigentlich bräuchte ich da Zeit für mich. Und die hatte ich dann halt nicht. Was dann? Weil ich halt, wie gesagt, gerne Zeit mit ihr verbringe, sie ist da irgendwie so eine Ausnahme, war ich dann auch danach nicht unbedingt so geneigt, mich an meine Arbeit zu machen, welche ich morgens immer direkt mache. Ich gehe morgens, nachdem ich meinen Tee getrunken habe, mache ich mir ein Frühstück, so, ja. Und nachdem ich das getan habe, mache ich meine Arbeit. Ich gehe am PC und ich arbeite meine To-Do-Listen ab. Morgens bin ich voller Elan, habe ich sehr viel Fokus und ich kann sehr schnell arbeiten. Meine To-Do-Listen abzuarbeiten, je nachdem, was am Vortag angefallen ist, das kann schon mal 1 bis 2 Stunden in Anspruch nehmen. Und das mache ich morgens, weil sobald es Mittagszeit ist, esse ich Mittagessen um 12 und danach bin ich raus, was Arbeiten angeht, weil dann mache ich ja eigentlich meine richtige Arbeit. Dann fahre ich ja zu IPA und mache meinen wirklichen Job. Na? Das heißt, bis 12 muss das fertig sein. Und das habe ich in der Zeit, wo sie bei mir waren, nicht mehr gemacht. Einfach, weil ich es nicht mehr gemacht habe, weil ich lieber mit ihr Zeit verbringen wollte. Es ist ja auch schöner zu reden, Leisure Time zu haben, zu kuscheln und andere Sachen zu machen. So. Aber da ist mir dann halt aufgefallen, mein Leben, oder ich bin auch nicht mehr einkaufen gefahren. Ich gehe regelmäßig einkaufen. Und zwar zu einer Uhrzeit, wo wenig Menschen da sind, nämlich vormittags. Habe ich einfach nicht mehr gemacht, weil ich mit ihr Zeit verbringen wollte. Und da habe ich dann gesagt, so, also das ist ein bisschen problematisch für mich. Ich würde das nächste Woche gerne anders machen. Sei doch bitte so gut und ich trinke den Tee auf dem Balkon. Und falls du zur selben Zeit aufwachst wie ich, lass mich bitte für mindestens 10 Minuten alleine dort, damit ich mein Buch lesen kann. Und danach mache ich mich erstmal an die Arbeit. Und das hat diese Woche super funktioniert. Wir haben trotzdem Zeit verbringen können. Sie geht ja aktuell nicht arbeiten, ist jetzt schon seit 4 Wochen krankgeschrieben. Und eine ganz kleine Änderung, die mir nicht nur sehr viel Zeit für mich zurückgegeben hat, sondern auch meine Sachen, die gemacht werden müssen, also habe ich dann machen können und fand ich interessant, wie man einfach so ein voll großes Problem durch eine kleine Änderung und durch ein bisschen Kommunikation ja, aus dem Weg schaffen kann. Läuft ganz gut. Also ich bin doch ziemlich glücklich. Okay, Staubsaugerroboter.